Herzlich willkommen zu diesem Video über den HSV. Die Frage in diesem Video wird sein: Ist der HSV unaufsteigbar? Und ja, dann starten wir ins Video. Kleine Vorbemerkung: Gegen Ende des Videos wird es ein Gewinnspiel geben, also seid gerne dabei und unterstützt mich. Wie das Ganze dann ablaufen wird, das erfahrt ihr dann später. Aber jetzt starten wir erstmal in das Video. Ja, und wir sind schon auf der Seite transfermarkt.de. Wir sehen einen Kader, der eigentlich in die erste Liga sogar gehört, meiner Ansicht nach. Aber sie schaffen es irgendwie nicht. Und ja, wenn wir uns mal anschauen, Jonas Bold ist seit 2019 der Leitende für die sportlichen Geschicke. Er macht die Transfers. Natürlich berät er sich auch, aber er ist sozusagen sehr, vielleicht sogar der Hauptverantwortliche. Und ja, hier sind wir auf der Seite von Jonas Bold auf transfermarkt.de. Er ist erst 40 Jahre jung und hat schon einiges erlebt. Bei Bayer Leverkusen ist er als Scout eingestiegen, hat in Südamerika gescoutet und hat da interessante Spieler entdeckt für Leverkusen. Ist dann aufgestiegen als Assistent der Geschäftsführung, Leiter der Scouting-Abteilung, dann wurde er Manager, Sportdirektor und 2019 am 24. Mai übernahm er dann das Amt des Vorstands Sports beim Hamburger Sportverein. Seitdem leitet er die Geschicke, und wenn man sich mal seitdem die Transferbilanzen anschaut, dann sind da nur positive Zahlen. Also 2019, 2020 war es ein Überschuss von 12,14 Millionen Euro. In der Saison 2020, 2021 war es 2,45 Millionen Euro Überschuss. Da hat er dann aber auch den einen oder anderen Spieler abgegeben. Und für relativ wenig Geld auch Spieler geholt. Wie Moritz Heyer, die dann auch ganz respektable Leistungen erzielt haben. Und in der Saison 2021-22 ist es ein Überschuss von 4,75 Millionen Euro. Das ist auch ganz respektabel, meiner Ansicht nach. Und wenn wir uns mal den Kader anschauen, dann sind da auch ein paar erfahrene Spieler dabei, ein paar Stützen, vor allem auch in der Offensive, wie Sonny Kittel, Vorlagenkönig des HSVs, und eben auch Robert Glatzel, auch ein Transfer von Jonas Bold, der eben Top-Torjäger des HSVs ist. Also es sind gewisse Voraussetzungen, dazu noch tolle Talente wirklich, wie zum Beispiel ein Jonas Davids oder auch ein Ludovic Reis, ein Anzi Suhonen, ein Alidu, der jetzt ja leider zu Eintracht Frankfurt geht aus Hamburger Sicht, ein Bakary Yatta, der sich aber in den letzten Jahren nicht so weiterentwickelt hat. Da sind wir auch schon beim Punkt bei der Weiterentwicklung, und zur Weiterentwicklung gehören auch immer von Spielern, gehören auch immer Trainer. Und diese Trainer haben es eben nicht geschafft, den HSV in die erste Liga zu führen. Dazu zählen Dieter Hecking, dazu zählt ein Tune und möglicherweise auch ein Tim Walter. Wobei die Chance besteht noch, dass der HSV aufsteigt, aber die Chancen sind
nach den letzten Leistungen eher gesunken. Denn in den letzten 8 Spielen konnten nur 2 Spiele gewonnen werden und 2 Unentschieden gespielt werden. Also keine gute Bilanz. Die letzten Gegner sind machbar mit Jahn Regensburg, mit Ingolstadt, mit Hannover und mit Rostock. Aber auch da kann man davon ausgehen, dass eben nicht alle möglicherweise gewonnen werden. Und das müsste der Fall sein, um noch einigermaßen realistische Chancen zu haben, in die Top 3 zumindest zu kommen. Denn ja, wie ich schon erwähnt habe, die Schwankungen sind da. Das darf bei so einer Mannschaft eigentlich nicht sein. Ja, also wir können zusammenfassen, Bolt bislang bei Transfers mit einem relativ guten Händchen meiner Ansicht nach, aber eben bei den Trainern war es noch nicht so der Fall. Wie sollte das Profil aussehen? Ich finde, es sollte ein erfahrener Trainer kommen. Sollte das mit dem Walter nicht erfolgreich sein am Ende der Saison, also sollten sie nicht aufsteigen, würde ich zumindest mal bei einem Trainer wie Friedhelm Funkel anstelle des HSVs nachfragen. Friedhelm Funkel hat schon mit einigen Mannschaften bewiesen, dass er der geeignete Trainer ist, um aufzusteigen und möglicherweise auch mit der Mannschaft dann den Klassenerhalt zu schaffen. Er ist zwar nicht mehr vom Alter her jung, im Gegenteil, er ist sehr erfahren, aber eine Einjahrestätigkeit könnte er möglicherweise annehmen und ich finde, das wäre ein idealer Trainer für den HSV, zumindest vom Fachlichen und auch vom Menschlichen. Ja, nochmal zur Ausgangsfrage zurück, ist der HSV unaufsteigbar? Meine Antwort ist nein. Man sollte Jonas Bolt meiner Ansicht nach Zeit geben, zumindest noch die nächste Saison. Und das hat er verdient, denn wie wir es ja sehen, der Kader ist gut, die Transferbilanz ist auch gut. Er hat auch so, wie das von einigen Medien zu verlauten war, das Gehaltsbudget deutlich gesenkt. Das sind alles so Punkte, die für ihn sprechen, aber klar, die Trainerwahl war bislang nicht gut. Also, ich sehe den HSV spätestens in der übernächsten Saison Liga 1, vorausgesetzt, der passende Trainer kommt zum HSV. Ansonsten kann es auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Wir wissen alle, dass irgendwann ein Punkt erreicht ist, wie zum Beispiel beim ersten FC Kaiserslautern, wo es dann möglicherweise sogar Richtung dritte Liga geht und dann wird es ganz schwierig. Deshalb ist es wichtig, im kommenden Jahr spätestens aufzusteigen und in der kommenden Saison. Das war mein Video zum HSV. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und jetzt noch zum Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es 10 Euro Paysafe Cards, also eine 10 Euro Paysafe Card. Schreibt mir einfach euren Kommentar. Ich werde die Kommentare natürlich offen halten. Im letzten Video habe ich sie geschlossen, weil ein gewisser Troll gemeint hat, er könnte da die Kommentare mit negativen Äußerungen zuspammen. Das muss man sich ja dann nicht gefallen lassen. Schreibt mir einfach euer konstruktives Feedback in die Kommentare, was ihr vom Video haltet, was eure Meinung zum HSV ist.
Gerne könnt ihr das auch kopieren und dann als der Betreff, die E-Mail ist unten eingeblendet. Und das, der Betreff sollte lauten Gewinnspiel HSV. Und dann seid ihr dabei. Mit am besten kopiert ihr euren Kommentar und schickt ihn mir dann unter die angegebene E-Mail-Adresse. Ich wähle dann einen aus per Zufallsgenerator. Und ja, dann werde ich denjenigen auch anschreiben. Deadline ist voraussichtlich Freitag, der 6. Mai. Und ja, das war es dann von diesem Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Nochmal eine kurze Anmerkung. Ich wollte nicht das Gewinnspiel so auslegen, dass ihr noch irgendwie liken müsst und abonnieren müsst. Das macht ihr, wenn es euch gefällt, wenn euch der Kanal gefällt. Das wollte ich nochmal angemerkt haben. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine gute Zeit. Hoffentlich bis zum nächsten Video. Bis dann, macht es gut. Ciao.